Heute in der Bucht 930 nach Bischof aus dem Fahrzeug. Und jetzt gesetzt beim Empfang mit dem Cube-Kanapier. Das heißt, herzlich willkommen zur ersten Folge Serendipity Unlimited 1.4.14. Um es ganz genau zu sein, hier oben steht's. Hier unten nochmal die Minecraft-Version, das Ganze, der Official Server. Ich habe mir noch Optifine installiert, ich hoffe, es geht ein bisschen besser. Ja, Ford und so, die Stars sind komplett neue Versionen draußen. Ich hoffe, das wird irgendwann noch geupdatet. Und ich würde sagen, wir starten einfach eine komplett neue Singleplayer-Welt. Wir gehen rein, Create New World. Ich habe jetzt auf Englisch gestellt. Und machen sie einfach ganz klassisch LP-Welt. Game Mode Survival. Machen uns aber noch die Cheats, die Bonuses, dann Default, General Chapters. Dann haben wir uns ja alles angemacht nochmal, dass wir vielleicht so einen kleinen Start haben. Ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht drum rum, sondern createn die New World und hoffen, dass alles soweit stabil läuft. Los geht's! So, wir starten ja also in die komplett neue Welt hier. Alles Dingens, ich hoffe, es ist soweit alles noch eingestellt. Perfekt, und ich bin gerade ein bisschen außer Atem, weil ich musste hier zwischen dem Laden und jetzt gerade noch mit meiner Mutter ein bisschen quatschen. Die ist das Ananas. Die wollten noch was von mir, wie immer halt. Und dann muss die Treppen runter, Treppen hochrennen. Die ist das. Und ja, wir sind hier in einer komplett neuen Welt. Ich lohne mich so ein bisschen. Ich schaue mich hier erstmal so um. Wir sind in einem Wald. Da hinten haben wir schon ein paar Kühe und starten hier an einem Schneeberg. Das ist schon mal richtig geil. Hier sind ein paar Schafe, da kann man schon mal ein Bett machen. Ich weiß nicht, wie sind es. Ich glaube, die Sounds sind ein bisschen leise. Ja, sind ein bisschen leise. So, zack, zack. Schon lauter. Wir töten jetzt erstmal hier das Schaf. Ist immer noch nicht tot. Geht's ja nicht. Zack. Und wir werden auch hier die Blumen mitnehmen. Ich werde euch gleich sagen, warum und wieso. Und wieso wir das überhaupt brauchen. Dies, das. Ja, ich habe eigentlich schon angefangen, auf einem Server zu spielen. Allerdings ist das Modpack hier auf dem Server. Ja, ein bisschen Essen haben wir schon richtig gut. Bisschen Werkzeug. Wir haben jetzt leider nur Vanilla-Sachen bekommen. Ist ein bisschen schade, aber das ist halt ja, ein bisschen zu spielen, aber das war erstmal nicht so leicht, weil der Server natürlich dementsprechend mit 1 GB ausgelastet ist und auch ausgerastet ist. Und ich werde wieder auf WhatsApp zugespammt. Anscheinend. Ah nee, mich hat jemand auf Facebook angestupst. So, das ist immer das Handy so direkt auf dem Schreibtisch oder ja, vor allem liegen hat, dann sieht man das sofort und hört es auch vibrieren. Ja, und das war alles nicht so gelaufen, mit zwei Kumpels hat das gespielt. Das hat an sich zwar Spaß gemacht, aber so für die Aufnahme war das nicht so das. Ist das auch? Ja, genau. Das ist die brauche ich auch. Aber es war jetzt halt nicht so das, wie ist das. Und dann ist der Server halt auch ausgelaufen, weil ich halt kein Geld hatte, die ist das. Und ich sag wieder, die ist das. Und ja, ich hatte mich auch nicht so wirklich informiert und war alles ein bisschen planlos, ein bisschen blöd. Und was ist dies? Dies Busch. Ich wollte aber keine Fackeln setzen. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, informiere ich mir so ein bisschen über ein paar Mods und starte jetzt einfach mal so ein Singleplayer-Let's Play, weil ich einfach eher so der Singleplayer-Typ bin. Und ich habe mir da jetzt mal so einen Mod rausgesucht und das ist nämlich hier der Botania-Mod. Und da kann man eigentlich richtig geile Sachen draus machen und braucht eigentlich gar nicht viel, weil es gibt ein paar Mods, die sind da sehr geil, aber die brauchen halt ziemlich viel Ressourcen, sind ziemlich teuer, weil man höllisch viel Diamanten und Netherzeugs und dies, das. Und genau deswegen, jetzt habe ich doch noch eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ja, genau deswegen habe ich mir gedacht, der Mod ist richtig geil, man braucht eigentlich nur ein paar Cobblestone, ein bisschen Blumen, ein bisschen Wasser. Das war's und man kann mit dem Mod schon durchstarten, was man halt braucht, sind die ganzen mystischen Blumen. Und deswegen ist es eigentlich ziemlich geil, was ist das denn? Das ist Traumkraft, kann man mitnehmen. Deswegen ist es ziemlich geil und braucht halt ziemlich viele Blumen. Wir nehmen das dann nochmal mit. Ja, wir haben hier eigentlich schon eine kleine Höhle, eine kleine Schlucht, glaube ich, wo wir dann auch reingehen können. Und ich würde sagen, trotz alledem, dass wir jetzt hier so ein paar Blumen erstmal sammeln, ein bisschen gärtnern, würde ich sagen, wir starten einfach mal wie immer in Minecraft und wie bei jedem Ding, was in die Minecraft-Welt geworfen wird. Wir sammeln jetzt erstmal ein bisschen Holz, haben hier so einen kleinen Holzachs und wir nehmen jetzt hier einfach mal Standardholz und machen so eine Grundausrüstung erstmal.
Und holen uns dann, mal so ein paar Rohstoffe vor. Wie gesagt, noch ein paar Cobblestones und ein bisschen Wasser. Das heißt eigentlich dann Eisen für Eimer, aber das war's auch. Was ich allerdings noch bräuchte, theoretisch, ist ein Buch und ein Zeppling. Dann können wir jetzt nämlich das Buch machen. Ich weiß nicht, warum wir es jetzt nicht im Inventar nicht haben. Man kann sich es eben craften, aber es ist dann noch ein bisschen aufwendiger. Und wir haben jetzt, glaube ich, schon eine Wolle richtig. Wir haben noch auf Easy gestellt, das ist natürlich nicht sehr auf Easy, weil ich nicht so. Aber ich glaube, ich kann noch ein Schaf sehen. Doch, da haben wir ein Schaf gesehen. Töten das Schaf jetzt auch mal noch. Dann haben wir schon zwei Wolle und dann haben wir da noch ein Schaf. Dann haben wir drei Wolle und haben aber immer noch ein Schaf. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Um halt später immer mit dem Schaf fahren zu machen. Wenn jetzt hier ganz kurz dieses Werkzeug schlachten, werden wir ein bisschen Essen haben. Wenn es aber gar nicht jetzt hier in die Richtung gehen, sondern wir wollten ja eigentlich in die Richtung gehen. Wir haben ja auch Quartzstone, wie auch immer man das aussprechen kann, das ist schon mal sehr gut. Gehen jetzt aber wieder in die Richtung, denn wir haben jetzt erstmal, wir haben jetzt das, was ich wollte, nämlich Schafe für ein Bett. Und habe ich jetzt wieder vergessen, wo die Schlucht war? Ich bin nur, hier. Jetzt sagen wir, wir holzen hier einfach noch die Bäume ab, weil wir ja erstmal Holz brauchen, so ein bisschen Standard Minecraft Equipment für Spitzhacken. Und dann können wir auch schon anfangen. Das ist halt dieser ziemlich cool, da das Modpack halt so mächtig ist und so riesig ist. Kann man halt recht viel machen. Man kann jetzt zum Beispiel jetzt einfach mal starten, ein bisschen Pflanzen machen, ein bisschen Kuh machen, ein bisschen dies machen, ein bisschen das machen. Und man kann aber auch später dann mit richtig vielen Ressourcen richtig geile Sachen machen. Das heißt, man kann mit dem Kuh hier auch richtig geile Sachen machen. Habe ich jetzt ein paar Seeds raus. Haben wir ein paar. Ein Seed haben wir jetzt gerade raus, das ist natürlich Mau. Natürlich Mau, wir dürfen jetzt aber immer noch nicht unsere Mission vergessen, hier diesen Holz zu holen. Und weil wir ja auch ein paar Sticks und ein bisschen Holz schon haben, das heißt, wir haben so eine kleine Grundausstattung und von der Bonustruhe schon bekommen. So, und ich hoffe mal, wir haben jetzt hier 6 Minuten durch, ich hoffe mal, dass wir jetzt in der ersten Folge es gleich schon schaffen. Das erste Ding zu bauen, da werde ich mich jetzt hier einmal ein bisschen hinsetzen. Und da unten gleich schon Wasser. Wir haben hier natürlich keine Minecraft-Erze, also in dem Sinne keine Standard-Minecraft-Erze wie Eisen oder so. Und jetzt fahren wir hier mal eine Holz-Pickaxe, dann bin ich mal gegen das Holz. Zack. Zack. Um ein bisschen Stein abzubauen. Zack. Zack, jetzt kriegen wir auch das Achievement und bauen hier einfach mal so ein bisschen, nicht allzu weit weg, so ein bisschen Stein ab. Und jetzt erstmal, das ist eigentlich YOLO. Wenn wir die eh schon angefangen haben, können wir auch ein bisschen mehr Stein abbauen. Das Problem ist, man kann halt nur Stein abbauen. Was ich lustig finde, ist, dieses Stone wird als Effective Tool Chisel angesetzt. Sehr interessant. Dass da gar keine Picks angegeben wird. Ich jetzt eher vermutet, wir haben schon 15 Stone, das ist gut, dann können wir uns auch gleich einen Ofen bauen. Falls wir unser Fleisch und ein Schwert machen und dies und das, wir nehmen uns das aber auch gleich mit, nachdem wir uns 2 Pickaxes gemacht haben und einen Ofen. Na. Oh, wir haben gar nicht mehr genügend Platz im Inventar, ganz knapp wegen diesen ganzen Seeds. Ich würde sagen, die Seeds platziere ich dann mal hier draußen in der Kiste einfach. Die ganzen Blumen und Seeds. Das heißt, falls wir eben auch sterben, das ist Essen. Falls wir eben sterben, haben wir gleich schon ein bisschen was. Also haben wir das halt quasi schon safe. Hier haben wir noch was. Okay. So, dann können wir die noch mitnehmen. Dann würde ich sagen, gehen wir runter. Oder was heißt, wir gehen jetzt nicht runter, sondern wir bauen jetzt gleich mal das erste, weil damit ihr auch ein bisschen seht, wie das so funktioniert. Wie gesagt, was ich ja ein bisschen fahre, man bräuchte jetzt Leder für das Buch, habe ich jetzt glaube ich noch nicht bekommen.
ein Zuckerrohr. Das heißt, es ist ein bisschen aufwendiger, das Buch zu bekommen. Müsste man halt explizit danach mal suchen, nächste Folge. Und dann könnt ihr euch das alles schön zeigen. Ich hoffe, das habe ich jetzt soweit. Ich weiß das Rezept schon gar nicht mehr. Okay. Ich weiß, das Rezept ist gerade leider nicht mehr. Wir können gleich schon schlafen gehen, theoretisch. Das ist natürlich jetzt ein bisschen bitter. Das kann ich euch leider doch nicht zeigen, was ich zeigen wollte. Und was ich cool finde, es gibt hier schon die neuen Erze. Neuen Steine. Durch einen Mod. Ja, aber jetzt gehen wir erstmal so Standard-Minecraft-Sachen. Wir können schlafen gehen. Das bringt uns in der Höhle zwar nicht viel, aber wir können immerhin schlafen gehen. Hier seht ihr die ganzen Mods, alles, bla bla bla. Ja, jetzt können wir natürlich unser Spawnpoint machen, jetzt erstmal natürlich wieder kaputt. Aber das ist logisch, weil wir natürlich, weil wir erstmal die Nacht umbringen wollen. Wir haben jetzt hier viel Copper, was wir aber am Anfang überhaupt nicht brauchen. Wir brauchen nur Eisen und Kohle eigentlich. Natürlich Diamanten. Aber mehr brauchen wir nicht. Und wir haben hier, das sind die Füße. So ein Kohleblock, dies, das und ja, ich bin halt am überlegen, ob ich mir sag, okay, ich cheat mir das Buch einfach, weil das Buch ist halt echt wichtig und keine Ahnung, das ist ja jetzt nicht Spielvorteil, ich will nicht mir sagen, oh, ich cheat mir irgendwie Dingens, sonst würde uns auch weiterbringen und würde jetzt uns einfach eine lästige Folge oder lästige Folgen ersparen, um einfach zu sagen, oh, nein, oh, Mann. Um einfach zu sagen, oh, wir müssen jetzt das und das machen. Weil, Fallera, abbauen. Aber das nervt. Und jetzt hier richtig schön Verschwendung. Einfach so einen unbearbeiteten Holzblock umsetzen, weil wir es können. Einfach weil wir es können. Ja, das ist halt so ein Hin und Her und dies und das. Und wir haben Eisen. Und jetzt am Anfang freut man sich noch über Eisen. Und wenn man dann irgendwann die Query hat, und die Ender-Trails hier auch. Dann ist es natürlich so, dass man Rohstoff, was ist das? Ich finde, das ist am Anfang mal ziemlich cool, wenn man sich erst alles erarbeiten muss. Und das ist richtig cool, diese vielen Erzblöcke. Aber wir haben noch gar nicht großes was dabei, wo wir das jetzt zubauen könnten. Das ist natürlich nicht so gut. Wir haben generell keine Fackeln mehr. Holz haben wir dabei, gut. Unsere Crafting Bench haben wir natürlich jetzt nicht mitgenommen. Das war natürlich jetzt hier wieder Wellblade. Aber unseren Ofen dafür, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht, denn dann können wir uns theoretisch was machen. Also zum Beispiel das Eisen jetzt schmelzen. Und das, diese Dinge meine ich, diese Dense Iron Ores, wo man halt viele Iron Ores rausbekommt. Das ist cool. Zack, hatten wir hier noch was? Ah, hier oben dran, das war sehen. Das ist gut, ja. Und apropos, Tech Town ist jetzt leider zu Ende, oder geht jetzt zu Ende am Wochenende. Das ist natürlich schade, ich finde, das war nicht Projekt und natürlich auch mehr oder weniger ein bisschen inspiriert und auch mit so einem Modpack aus testen. Hat natürlich Bock gemacht, war natürlich jetzt nicht ganz so das die erste Staffel. Aber ansonsten, war es eigentlich ziemlich cool und ich finde es schade, allerdings, oh, das hätte ich nicht machen sollen. Das ist kaputt gegangen. Pech gehabt. Allerdings muss man halt aussagen, war es halt letztendlich so, wie es eigentlich gerade schon gesagt habe, oh, das ist halt irgendwie das Ding erreicht, also das Ding erreicht, weil das irgendwie hat man halt so alles erreicht, was man irgendwie erreichen wollte. Und ja, es war halt einfach ausgelutscht. Jetzt muss man schauen, so hat es schon gesagt. Für alle die hier und sowas gerne lachen. Mit 13 Minuten sind wir in der Höhle. Da unten ist Lava hier, was jetzt schon hier hat. Bei mir echt eine riesige Höhle. Das ist halt das Gefühl jetzt, wenn man halt wenn man jetzt hier so ein Ding hat. Oh ja, die Pilze kann man eigentlich mitnehmen. Das ist auch gut essen. Wenn man halt so Modpack hatte, ist halt auch in der Höhle viel mehr Erze drin. Oh, 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 das ruckelt gerade. Und ich finde, das ist eigentlich nur das Zeichen. Das ist mal wie ein Zeichen, ich kann nicht reden. Zeichen, um einfach mal die erste Folge jetzt hier zu beenden. Ich glaube, das können wir auch nicht abbauen. Sehr gut. Ja, das ist erstmal das Zeichen, jetzt hier die erste Folge einfach zu beenden. Dann würde ich sagen,
Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie euch das so gefällt, in das Modpack. Und ja, ihr werdet sehen, oder schreibt vielleicht in den Kommentaren, ob ich das Buch vielleicht mit cheaten soll oder ob ich jetzt einfach mal eine Folge oder das außerhalb der Folge mache. Ich habe da auch mal Lust, ein bisschen mit euch zu kommunizieren. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Habt euch wohl. Ciao.